Wir sind heute beim Finale der Starparade in der Lausitz oder in Cottbus, der Existenzgründerwettbewerb. Du bist einer der Gewinner. Erzähle, wer du bist und warum du gewonnen hast. Ja, schönen Tag. Mein Name ist Jonas Krenz. Ich habe das Ingenieurbüro NIO Components gegründet. Und was wir machen, ist Folgendes. Wir entwickeln Profimaterial, Sportequipment für die Athleten hier in Cottbus, entwickeln das mit den Trainern gemeinsam. Und dann wird es letztendlich entweder exklusiv oder international, so wie den European Championships oder Olympischen Spielen, World Cups, Nation Cups, genutzt. Das machen wir hier. Wir entwickeln das hier. Die weitere Geschäftsfeld, was wir haben, ist die Carbonprüfung. Das heißt, wir checken defekte Carbon-Fahrräder oder vermeidliche defekte Carbon-Fahrräder, denn man sieht die Schäden nicht. Die Schäden verlaufen innen im Rahmen. Ein Laie kann das nicht interpretieren. Wir arbeiten da mit den Fachgeschäften, unter anderem auch hier in Cottbus, ganz eng zusammen. Ist das ein Markt im Carbon-Bereich, im Fahrradmarkt? Ja? Ist das wirklich ein Thema, was viele beschäftigt? Also ich sag mal so, wir hatten in den letzten 7 Jahren einen absoluten Trend im Bereich Gravelbikes. Ja, das sind die Fahrräder, wo man so über Schotter fährt. Die werden primär aus Carbon mittlerweile gebaut. Es wurde ein riesen Massenmarkt auf einmal eröffnet. Und wenn die Kette runterspringt, das Fahrrad umkippt, ein Windstoß kommt, dann sind die Dinger per se erstmal durch. Und wir bieten da die professionelle Reparatur an, setzen die in Stand und so kann man gerne mal sein 7.500 Euro Fahrrad wieder retten. Selig, auch das erzählt, European Championship, Olympia und so weiter. Wir haben nur 3 Weltmeisterinnen und Olympiasiegerinnen hier. Sind die bei dir auch Kunde, um es mal so auszudrücken? Ich sag mal so, ich freue mich, wenn Sie zum Beispiel, jetzt habe ich es gerade nicht hier, wenn Sie meine Adapterlösung verbaut haben und Sie dadurch mit Ihnen im Rennen sind, na klar. Also der Radstandort Cottbus ist voll dabei sozusagen, ja? Unser Wettbewerbsvorteil bist du, ja? Ich sag's mal so, wir haben die Firma aus dem Grund hier in Cottbus ansässig gemacht, weil wir ein Olympiazentrum haben, weil wir letztendlich hochmotivierte Trainer haben. Das ist einmalig in Deutschland, meiner Meinung nach. Wir haben junge, hochmotivierte Trainer. Wir haben hier Nachwuchs en masse. Und hier werden einfach die Profis entwickelt. Wir wünschen ganz viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, Dankeschön.